9. Ja, also nochmal guten Morgen. Ich bin jetzt aufgestiegen. Die Nacht war jetzt so, oh, lala. Bin 2-3 Mal aufgewacht. Einmal sogar kurz vor 5. Da war schon überlegen, ob ich aufsteige und hier das Sonnenaufgang filmen tue. Aber ich muss sagen, mir war es ein bisschen zu frisch. Bin da lieber im Schlafsack liegen geblieben, bisschen weiter geschlafen. Und oh, der Alex pennt noch, dann werde ich aber auch gleich wecken. Weil allmählich mir dann alles zusammenbauen, abbauen. Und da machen wir uns auch allmählich mal wieder weiter, ne? Aber ich führe euch jetzt noch ein bisschen rum. Zeige ich mal so mein Setup. Da ja der Alex sein Zeltgestänge vergessen hatte. Hat er mein Zelt genommen und ich habe so ein bisschen rumgespielt mit Tarp und Fahrrad und der Miltec Multiplane. Oh. Die Sonne tut gerade so richtig geil. Und mein deutsches Rock gerade wieder voll für den Arsch. Und da läuft ein Hexer, ein Drache. Ich weiß nicht, ob ihr den seht, aber da am Busch. Aber es sind sogar 2, 3. Und da unten läuft auch noch einer. 2 sogar. Ja, wir haben auch Drachen auf dem Drachenfelsen. Na, Zelda. Ich weiß nicht, ob man hier die sieht. Drachen auf dem Drachenfelsen. Auch einer. Da hinten ist einer. Ja klar, die versuchen jetzt schön die schnell die Sonnenstrahlen noch einzufangen, bevor hier die ganzen Leute kommen. Wobei, heute ist Dienstag. Da werden wahrscheinlich nicht so viele Leute herkommen, die werden alle arbeiten. Nur ich habe Urlaub und Alex hat heute frei, aber der muss auch morgen wieder arbeiten. Durchblickskammer vom Drachenfelsen. Weiter vorne gibt es auch nochmal die sogenannte Drachenkammer.
Das ist ja die, wo von der Nibelungensage der Drache hauste, den Siegfried erschlagen hat, so heißt es. Und da unten im Tal, da gibt es auch nochmal den Siegfriedbrunnen und das soll der Brunnen sein, in den er dann gebadet hat, also in Drachenblut gebadet hatte. Ja. Hier bin ich auch sehr, sehr gern. Ich mag den Ort. Irgendjemand ist auch schon kräftig am Holz machen. Und da unten, der Weg da, da ist also ein bisschen Grünboden und da ist der Pfad. Da sind wir gestern raufgekommen, da hinten so rum. Und den müssen wir jetzt auch später wieder zurück. Und da hier der Aufstieg zu der Drachenkammer so ein bisschen versteckt ist, kommen oftmals Leute her, die sich gar nicht so gut auskennen. Und ist öfters mal übersehen, wenn es hier runter geht. Aber für abenteuerlustige Kinder, dann rumlaufen, ist es natürlich umso spannender, wenn die das dann finden. Morgen, Alex, winke mal. Das ist mein notdürftiger Schlafplatz. Und hinten hätten wir das Ganze noch vielleicht mit dem Stock da in die Öse rein. Und dann so mit einem Stock drauf und nicht nur nach hinten. Dann hätten wir noch mehr Platz drin. Aber es war schön geräumig. Ja, was soll gegen Mittagszeit? Hat es Case gehabt, die Regen, vereinzelt Gewitter und halt 80% Niederschlag. Aber nun spürst du nichts? Kommt uns zugute, weil halt uns noch mehr Leute in Ruhe lassen. Ja, gut, die Maschine ist eher weiter. Jetzt die Kamera fallen lassen. Kaputt wär's. Wahrscheinlich.
Okay, bei dir ist das. Hier haben die einfach aus wie bei mir. Regnet's doch, so viel zu meiner Prognose. Aber es ist lustig. Scheint immer wieder zwischendrin die Sonne und es regnet. Hatten jetzt eine coole Abfahrt mit dem Bob. Hätte ich das nicht gedacht, damit der runter zu ist, doch so geländegängig ist. Vorne fährt Alex. Eng, nass, feucht, meine Augen. So wie es aussieht, wird es heute nicht regnen. So wie man hört, regnet es auch gerade nicht. Aber die Sonne scheint trotzdem noch immer zwischendrin. Das ist sau cool. Ein bisschen Wald. Vogelgezwitscher, Bobgeklapperer am Arsch. Und das ist eine schöne Stelle hier dort. Wir müssen dann hier rechts ins Tal dann nur noch. Also für das, damit das Raufzug gestern so scheiße ging, ging das bergab jetzt mit dem Bob so richtig geil. Ja, ist jetzt nicht so erwartet, damit es so reibungslos ist. Klar, man hat mehr Gewicht hier, das braucht schon längere Bremsweg. Aber da fährt man halt einfach nicht zu schnell. Ja, ich bin echt besser als ich gedacht habe. Ja. Also ich bin auch jetzt überrascht, wie einfach das war. Also leichter wie schieben. Runterschieben. Runterschieben war schon ganz klar. Okay, also es hat jetzt noch angefangen. Nochmal schön zu regnen. Wir haben die Regengang an. Und jetzt quälen wir uns hier durch so ein. Scheiße, Alter, geht's dann auf? Warte, ich helfe dir. Ich heb dir den Bob. Ja, damit müssen wir halt danach dann Teamwork halten. Scheiße.
einfach damit geschwäst waren wie weiße Fische. Ne? Und da rollte Bob runter, war losgelassen. So, egal wo wir jetzt ankehren wollten, um uns vor dem Regen und dem Gewitter zu schützen, wir haben leider heute zu. Jetzt fahren wir nach Bad Dürkheim direkt. Hoffen, damit wir da irgendwo was finden. Wäre auch schwer anzuzweifeln, wenn nicht. Und halt Regenhose machen. Das wird immer stärker und jetzt, ja. Schönes Wetter haben wir heute. Also Kai kennt sich als diese ungewöhnlich. Oh Gott, ist gleich warm. Ja, bist du rechts, bist du links, bist du links, bist du rechts? Links. Jo! Wir fahren jetzt gleich weiter zur nächsten Woche. Idealste Testbedingungen heute. Sturzregen. Heute. Gestern Bulle Hitze. Und Uphill. Heute Downhill. Im geilen Gelände. Geil, da der Nebel in der Bäume hängt. Ja. Was können wir machen? Muss auch bei schlechtem Wetter weitergehen. Durch das Tal nach Bad Dürkheim. Vielleicht haben wir draußen unten schon wieder schönes Wetter. Ist der Regen vielleicht schon wieder weg. Grinsen! Ja. Warum? Da wird schon wieder blau da oben. Und gleich da ist die Hardenburg. Ein paar Monate ist da schon wieder ein geiler Mittelaltermarkt, wo man hingeht. So, jetzt rollen wir noch an der Klosterruine Limburg vorbei. Dein Sattel hoch machen, ja, dann halt doch an, machen hoch.
Da oben ist die Klosterruine Limburg. Hässliche Gewitterwolken, bloß schöner blauer Himmel, Kloster Limburg. Oh. Und so habe ich vorhin irgendwie den Display bei mir gesperrt, weil ich beim Wasser wegwische so drüber. Irgendwie, frag mich nicht wie. Hat die Penis gesperrt? Ja, genau. Mir tut bei den Entsperren. Ja, die Technik halt. Nee, da kann man dran vorbeifahren. Alter, Junge, dräng mich doch nicht in die Puste. Denk dran, du bist länger. Schöner See. Ja, Regen überstanden, Regen ist weg. Aber man sieht ja, dass im Hintergrund so ein bisschen noch, wo das Dreckswetter hängt. Aber wir sind fertig. Fahren jetzt ein bisschen über die Weinberge zurück. Ja. Schön aus, etwas dreckig. Und ich fahre auf Dagger. Yeah. Oh. War cool. Machen wir öfters. Wenn der Bob die Gangschaltung nicht zerstört. Wenn der Bob die Gangschaltung nicht zerstört. Fahren wir als nächstes hin? Ja, Rheinradweg mit dem Umweg. Rheinradweg mit dem Umweg, okay.